16. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Die Iserlohn Roosters treffen zu Hause auf den Meister, auf den EHC Red Bull München. Pierre Beaulieu in seinem vierten Spiel als Cheftrainer der Iserlohn Roosters sieht seine Mannschaft in den dunklen Trikots von links nach rechts und mit der ersten Möglichkeit. Zweite Spielminute, Cedric Schiemens mit der Chance auf das 1:0 für die Roosters. Aber Daniel Alavena, der heute den Vorzug im Tor der Gäste bekommen hat, mit dem ersten Save. Und auch München mit der ersten Möglichkeit des Sousa. Und dann ist es Kevin Reich, der im Tor der Gastgeber steht und hier mit dem Stockende den Puck abwehrt. So bleibt es nach 20 Minuten torlos beim 0:0. Toni Söderholm, der Trainer der Gäste, sieht da sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Rein in den zweiten Abschnitt. Und dann ist die Chance da und das Tor ist da. Veit Oswald hat genau den richtigen Riecher. Kevin Reich, der Goalie, hat die Scheibe hier eigentlich schon fast unter Kontrolle, aber eben nur fast. Und dann ist Oswald da, staubt ab und bringt die Gäste aus München mit 1:0 in Führung. Iserlohn bis dahin aber mit einem ganz guten Spiel. Und dann belohnen sie sich selbst durch Eric Cornell mit dem Ausgleich. 30. Spielminute, sein erster Saisontreffer. Da hat er nicht mehr viel Mühe, bringt die Scheibe über die Linie zum 1:1. Und wie reagieren dann wieder die Gäste aus München? Schnell und zielstrebig über Trevor Parks zum 2:1. 6. Saisontreffer für ihn. Lässt Kevin Reich aussteigen mit der Rückhand, bringt er den Puck am Torhüter vorbei. München also wieder mit der Führung nach 40 Minuten. Bisschen Gruselstimmung an Halloween für die Sauerländer. Und im letzten Drittel kommen auch erstmal nur die Gäste. Schuss kommt und dann ist es Andi Eder, der abfälscht. 44. Spielminute für ihn. Es ist der 3. Saisontreffer. Auch da bekommt Parks einen Assist und es steht 3:1. Dann das erste Überzahlspiel für München und auch das nutzen sie in Person von Trevor Parks zum 4:1 Doppelschlag innerhalb von einer guten Minute. 2 Treffer und das 4:1. Parks jetzt mit 2 Toren und einem Assist an diesem Abend. Und München hat noch ein bisschen Lust, hier weiter zu spielen. Nächster Angriff, nächster Schuss, Parks. Und dann ist es Kremmer, der abstaubt zum 5:1. Auch da Kevin Reich sieht natürlich unglücklich aus, weiß da nicht, wo der Puck ist und dann schiebt Kremmer ihn rein. Auch für ihn der 6. Saisontreffer, das 5:1. Iserlohn belohnt sich dann am Ende zumindest noch mal kurz vor Schluss mit einem zweiten Treffer zum 2:5. Rutkowski 4 Sekunden vor dem Ende. Der Treffer ist aber nur noch Ergebnis Kosmetik. Iserlohn verliert gegen München mit 2:5 und die rote Laterne leuchtet jetzt bei den Iserlohn Roosters am Seiler See. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Yeah, we knew these guys were gonna, you know, come out hard. We watched some film on them and we knew we had to get inside, get to the net. Not necessarily score the prettiest goals, just outwork them. And we found a way, even with a pretty sloppy second period there. You know, they scored 2 goals in, I don't know what the exact time was, but probably about a minute and a half. You know, we need to make sure, you know, when you give up a goal like that at the beginning of the third, you got to get the momentum back. We weren't able to do that tonight, unfortunately. Für München ist es der 4. Sieg in Folge und für Iserlohn ist es bitter. Sie sind jetzt Tabellenletzter. Alle Spiele der deutschen Eishockeyliga live, nur bei Magenta Sport.